Ja, bei Los geht's los. Das wichtigste Ereignis heute war, dass meine Frau jetzt geimpft ist. Also die erste Impfung, Die ne? erste Impfung, mir geht es aber nicht so gut, ne? Ja, bei mir hat sich das jetzt so ein bisschen aufs Auge Oh, das sagst du mir bemerkt. jetzt aber erst, Das siehst du. sage ich den ganzen Tag schon. Da könntest du mir vielleicht auch mal von Anfang an zuhören. Ja, also es ist nicht zu fassen. Ja, ich habe ja zum Glück Ohrenzeugen, den. Wer war, von Ja, die wem? Sandra, wir haben ja drüber gesprochen. Habe ich nicht gehört. Hast du nicht hingehört? Ja. Du hast mich ja schon mehrfach gefragt, wie es mir geht. Also, soweit nicht so ein bisschen bematscht, Aber aber den am Augen, das deutlichsten. finde ich Nein, nicht schon. dem Auge, das betroffene Auge, da merke ich es am deutlichsten. Dass da der, weiß ich nicht, ob das direkt der Augeninnendruck ist, aber jedenfalls die Veränderung da. Auch das Hat, Sehvermögen. ja sicher, hat direkt nach der Spritze hat sich das bemerkbar gemacht. Das habe ich dir schon auf dem Rückweg gesagt. Naja, wurscht. Scheinbar bin ich da nicht aufmerksam gewesen, aber das verstehe ich zwar nicht. Du kannst es nicht sein, dass du es dir einbildest, dass du es mir gesagt hast. Nee, wir können uns auch noch andere Sachen einbilden. Und wieso Irgendeine hast du. Schokoladenkuchenmaus hat sich des tiefgefrorenen Schokoladenkuchens Hast du das bedient, gewonnen? ohne Spuren zu hinterlassen, dass wir es allen eindeutig hätten zuordnen können. Naja, aber Ich möchte nochmal auf das Auge doch dann zurückgeben, aber du hast dann nicht gleich, dann hätten wir es doch gleich mal dem sagen können, hier wem dem denn? behandelnden Arzt, Das war ja nach der dieser Viertelstunde. Ich Injektion war hier. ja froh, dass ich dann da raus durfte. Nee, das war kein. Ja, es war, da hatte ich mich ja noch geärgert über die Nichtkommunikation zwischen den barmherzigen Brüdern, die den Bericht dann für sich an den Hausarzt weitergeschickt haben wollten, dass ich da unverrichteter Dinge ohne Rezept dann von dann gehen musste. Naja, das steht dann noch heute an. Geschafft haben wir es mit vereinten Kräften jetzt. Ralfs Handynummer hinüber zu retten in die neue Zeit. Und da ist dann noch das Berufskonto, wie sagt man, das Firmenkonto, das können wir dann auch auflösen, wenn Ja, ich den wer wisse. letzten dann noch geschafft habe. Ja, das nützt uns in Deutschland gar Ja, nichts, weil vielleicht wir. machen wir ja nochmal eine neue Firma auf in Deutschland. Ich verstehe das gar nicht, dass du da so hinterher bist, alles zu löschen, was diese Firma betrifft. Ja, was vorbei ist, ist Ja, vorbei. das weißt du doch gar nicht. Vielleicht machen wir nochmal was Neues in Deutschland, das weißt du doch nicht. Vielleicht in den Verlag oder einen anderen Verlag. Denn in Österreich kenne ich mich doch nicht aus. Ja, du brauchst für immer, also für die Legitimation brauchst du dann immer irgendwie einen deutschen Wohnsitz. Und da werde ich sicherlich keine Wir Ambitionen haben zu genug entwickeln. Freunde in Deutschland, wo wir einen Wohnsitz So haben ein könnten. Fake-Wohnsitz. Naja, gut, da könnten wir uns jetzt richtig schön Ja, fetzen, genau. aber Aber ich habe keine den. Lust dazu. Ja, Naja. wir haben ja auch noch Ja, andere das schöne wundert mich, dass das Sachen. alles jetzt so rubbidi-dupp, das soll alles storniert werden und. Ja, naja. Also gut, was haben wir denn an schönen Sachen? Ist, weil unsere Enkelin ist wieder da. Ja, hurra, hurra. Und die ist wirklich so in so einer kindlichen Frische, schneit sie hier in die Wohnung rein. Ja, so bringt angenehm frischen Wind rein, ne? So. Genau. Und die Freude auch, Die das ist Freude das auch am Schöne. Lesen, was sie jetzt lernt. Und das finde ich so schön. Und auch, da bin ich auch sehr dankbar, das auch so mitzuerleben zu können. Ja, wie sie so ist vom ersten Schuljahr, wie sie von anfangs nur Buchstaben schreiben, jetzt schon ganze Texte hier so selbstständig lesen kann und auch Freude daran hat, die zu lesen. Und dann gehen sie jetzt so ein paar Monate hin. Dann wird sie schon Bücher alleine lesen, dann ist mit Vorlesen vorbei. Da kommt aber der Naja, Nächste rein, der Kleinste. Genau. heute haben wir dann das Kindergarten-Freundebuch übereignet bekommen, um uns damit einzutragen, weil sie das gerne Fortsetzen will auch für die fortsetzen Schule. möchte. Und dann hat sie das dann auch so liebevoll verpackt.
gesagt, wenn wir mal nicht mehr sind, dann hat sie wenigstens eine Erinnerung an uns. Ja. In ihrem Freundebuch. Ich hatte sie dann gefragt, ob sie denn das nicht erstmal mit den Freunden aus der Klasse noch weiterreichen möchte. Sie sagte, nein, da haben jetzt alle ihre Freundinnen und Freunde haben da schon sich eingetragen. Und sogar auch die Lehrer fand ich ganz so berührend. Im Kindergartenbuch ist so das Alter vorgegeben mit einer Anzahl von Fischen, die man dann ausmalen darf. Und dann hat der Lehrer noch so viele Fische dazu gemalt, wie alt er ist. Und die Lehrerin ist noch ein bisschen älter und die hat dann nur dazu geschrieben, das reicht nicht für mich. Also es sind so, ja, so nette Begebenheiten, so nette Momente. Da bin ich gespannt, was wir noch dazu beitragen werden. Bei dem einen ging es um ein Lieblingsrezept. Da könnte man das mit den Eierkuchen oder mit den Pommes machen. Pommes, glaube ich, das ist ja. Und dann noch um eine Lieblingsblume. Ja, mit Kuscheltier, da wird es dann schon schwierig, was man dann als Kuscheltier nehmen wir dann die Stubenfliege oder die, also ich, die Zimmerspinne. Ja, oder die nicht mehr da seiende Zimmerkatze. Ich muss mal gut drauf, sag mal. Oder die Mäuse und die Mäuse, Ameisen. Die jetzt vielleicht wiederkommen, weil ja die Katze, Ralf, immer mehr, die Katze nicht mehr da ist. Fliegengitter auflässt. Ja, und hier die Barbara verteilt schon überall, wie heißt das, die wächst? Warte, Lavendel. Und angeblich die Mäuse abhandeln soll. Ein ganzes Lavendelhaus, der blüht nicht mal. Nur wegen der Mäuse. Ja, und gegen Ameisen auch. Also das irritiert dann deren Geruchssinn. Und da du ja so ein Schleckermäulchen bist und schon Ameisen gefüttert hast, kann es vielleicht hilfreich sein, wenn nicht alles nach Schokolade, Minze und dergleichen und Keksen duftet hier. Ja, da ist ein Lavendel, aber wer draußen steht und nicht hier drin im Haus. Ich habe gelesen, es gibt auch Zimmerlavendel. Vielleicht möchtest du das haben. Nein, ich möchte kein Zimmerlavendel. Es hat sich auslavendelt. Also. Sorgt gut für euch und eure Nächsten. Mit Baba. Und ohne Lavendel. Ja. Baba.